Machen wir auch gleich weiter hier. So ist hier verstorbener Mann. What the fuck? Junge! Könnt ihr doch nicht machen. Ich bin gerade gebannt. Ich bin jetzt mal. Ich halte jetzt mal ein bisschen die Schnauze. Ich meine, so ein Kellergewölbe auf jeden Fall, aber. Lumos. Fledermäuse. Toll. Und das ist das Einzige, was sich nicht daran stört? Repar. Als sollte ich dort etwas aufnehmen. Signarium Leviosa. Rebellion. Accio. Signarium Leviosa. Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. Die Laternen müssen irgendwo hingehören. Vielleicht sollen die Laternen an den Händen hängen. An den Händen, okay, aber welche Hände? An welchen Händen? Ach so, ja, okay. Fastidio. Wenn du wüsstest. Du kriegst von mir gleich ein Kruzio ab, du Lappen. Lumos. Überleben. Mit den bewegenden Bildern hat das nichts zu tun, ha? So schnell, so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Leider bestimme ich hier beide Seiten. Und Sie werden wohl beide bewältigen müssen. Verstehe. Ich liebe diesen blühenden Ort. Sie nicht? Aber Blankwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit. Wie die meisten Organismen. Erstmal die Spinnweben wegmachen hier.
Mehr oder weniger. Ob ich die Laternen platzieren muss, um diese Tür zu öffnen? Möglich. Die Frage ist jetzt halt nur, wo findest du die Laternen? Das ist eher das. Warte mal, wie komme ich darüber? Ja. Bin ich der Einzige, der das hier nicht rafft? Das ist so ein Suchrätsel. Okay, soweit bin ich schon. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Oh, springe auf H3. Zitterend. Ah, okay, verstehe. Das war das falsche Feld. Ob die Schachfiguren auf dem Brett anzeigen, wohin ich nicht gehen kann? Das war nicht allzu schwer. Ach, herrje. Ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Warum hörst du dich so an, als ich behalte Sie noch eine Weile hier. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Laternen ist. Ach, hier. Wingardium Leviosa. Ja, aber es bringt mir doch nichts. Da komme ich doch nur wieder zurück. Ach hier, Wingardium Leviosa. Okay. Na gut, machen wir hier mal weiter. Einfach weil ich's kann. Das ist mein Laden, hab ich gekauft. Au. Kleine Drecksau. Ich bin normalerweise sehr schreckhaft, aber ich habe leichte, ich habe trotzdem leichte Gänsehaut. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. Na, im Dunkeln habe ich keine Angst.
sollte es. Dein Maul, du Arschloch. Ich würde Ihnen ja einen Platz anbieten, aber ich räume gerade um. Ich sehe es. Und nun, wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen, nicht wahr? Ach hier. Vengadium Leviosa. Oh, komm schon! Kann ich das da hinten hin? Platzieren? Nee, ne? Aber ich kann das hier parken. Und dann geht's hier weiter, verstehe. Okay, aber was ist hier hinten? Lumos. Gar nichts. Noch nichts. What the fuck? Das mit dem Pupp mit Vorsicht. Lumos. Hey! Diese kleine Schwanzmade. Lumos. Lumos. What the fuck? Ach hier. Vengadium Leviosa. Okay. Ich hab das Spiel mitgespielt, alter Mann. Jetzt komm raus und sterb endlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme, aber es ist mir wurscht. Aber schon wieder ein Kampf. Ist mega. Los, fangen Sie mich! Aber können Sie mich auf Wasser?
stressig, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir sehen uns. Was ziehst du denn da alles an, mein Junge? Dieser kleine Bastard. Okay, jetzt hatte ich schon leicht Gänsehaut. Natürlich Spinnen im Hintergrund. Jetzt muss ich aber hier lang, noch nicht da oben. Oh, dieser kleine Bastard, ne? So, muss ich mal gucken. Habe ich mir den Timer gestellt? Nee, habe ich nicht. Ist mir egal, wir machen das jetzt zu Ende. Junge, du hast mich doch hergelockt, du Affe. Aber gibt's hier nicht einen Schatz oder sowas? Wenigstens so eine Kleinigkeit? Na gut, dann halt nicht. Sieht für mich aus wie ein Labyrinth. Laternen muss ich finden. Was denn auch sonst? Die Frage ist nur, wo finde ich diese Kacklaternen? Okay, das ist cool. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Also, ich kann mich ja. Ja, der wird hier wahrscheinlich nichts. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Eine andere Perspektive. Lumos. Akio. So, komm mit. Das macht so viel Spaß, da schwirrt mir der Kopf. Ich sag dazu nichts. Ja, ich dachte schon. Okay, das Rätsel haben sie cool gemacht. Also alles in allem. Wingardium Leviosa.
Okay, jetzt muss ich hier durch und die dann wieder herholen, okay. Verstehe. Nur Bücher und kein Fahrrad. Nur Bücher und kein kein Spaß machen. Okay, das ist keine funny. Wo kriege ich jetzt die andere Dingsbums her? Kann ich nicht einfach hier mitnehmen? Okay, das funktioniert so nicht. Muss ich wohl woanders da lang? Gucken wir doch mal hier. Ich dachte, da wäre jetzt so ein kleiner Geheimgang oder so aufgegangen, aber... Oh, Mittag. Ey, ich mach einfach alles kaputt. Rebellion. Lumos. Einfach, weil ich es kann. Lumos. Was wäre, wenn ich andersrum... Moment, Moment, Moment. Ich weiß nicht, ob ich da lang soll. Deswegen probiere ich mal... Boah, dieser Arsch. Die Madame hat mir was vorenthalten. Die eiserne Jungfrau. Das klingt falsch. Junge, ich bin ein Fünftklässler. Bin jetzt gerade im Viereck gelaufen. Im Kreis. Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückverfolgen. Verstehe. Es wird wahrscheinlich jetzt ein anderer Weg sein. Zum Glück habe ich Lumos. Ich hätte da echt ein Problem, wenn nicht. Was zum Lumos? Defendo. Arresto momento, Lumos. Wow.
Contrigo. Arresto Momento, Lumos. Mann. Boah, Mann. Habe ich schon fast gedacht, dass es sowas wird. Und Lumos aus, dass wir nichts mehr sehen und dann geht's weiter. Lumos. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das war mir so klar. Der Typ hat doch einfach nur einen Knall, oder? Dieser kleine Sesselpupser. Halt dein Maul, du Arsch. Oh, wenn ich weiß, wie man Geister Leid zufügt. Ich schwör's dir, ich lass dich Geisterkacke essen. Ich lass dich langweilige Bücher lesen, bis du stirbst. Warum kriege ich jetzt zweimal einen Mega-Power-Trank? Dieser kleine Wichser, wenn der jetzt dazugehört. Was zum Fick spiele ich hier?
Was zum Fick spiele ich hier? Ich bin voll mit Mega-Power-Tränken. Das sieht doch komisch aus. Alter, jetzt so ein Dracula-Spiel oder so ein Castlevania oder Resident Evil. Das wär's jetzt. Aha, endlich! Sie ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Los, fangen Sie mich. Beschwör dir nichts, du Schwanz. Au. Versuchen Sie doch mal, die Dinge aus meiner Sicht zu sehen. Och nee. Sieh an! Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Spaß würde ich das nicht nennen. Finden Sie nicht? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen?
Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Was? Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Dir stinkt langweilig, nur dass die Leute vertrieben. Sagen Sie mal, was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Aufgepasst! Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal. Sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müssten Sie Ihr Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wären Sie damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ah, die hauschen Kruzio rein, du Wichser. Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Ich weiß ja nicht. Diese Cassandra, so. Da war also ein Poltergeist drin. Penny, du wusstest Hallo, das. Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Ich... Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass das unser Laden wird. Ich glaube, die macht das extra. Von wegen Mann gestorben. So, Cassandra. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Die hat nichts erzählt. In der Lage, einen Laden zu führen. Aber haben Sie den Teil mit dem Kerker gar nicht gehört? Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Ich bring sie um die Foot. Cassandra, du, ich bring dich nach Azkaban. Das kannst du aber glauben. Da, wo du hingehörst. Die wird natürlich alles leugnen, oder? Ist nicht erreichbar.
wohl. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Gefindung! Mego! Lazio! Protego! Du Eule. Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Du hast mich doch herausgefordert. Ich bin kein hinterlistiger Schüler. Sie enttäuschen mich, Cassandra. Inkarzerung! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich nur gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Diese verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silenzio. den Spruch hätte ich auch gern. Und keine Sorge, Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Sperrt sie neben Beatrix ein. Du kleiner Gammler. So, so. Diese Augen. Na, dich krieg ich doch. Na, wer kriegt dich? Dann gehe ich erstmal zu Penny. Die hat so einen Schiss. Die Arme. Mein Vater lehrt. Sowas aber auch. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Sei einfach lieb und nett. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. So, ist das richtig. Jedenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen
Und Penny kümmert sich um den Rest. Und dafür machen wir 50-50. Gleitsam und Brauwohl. Naht und Trunk. Oh ja, warum nicht? Ich wähle Naht und Trunk. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Super. Stitches and Droughts. Wunderbar. So, ich will mal gucken, ob ich noch irgendwas an Ausrüstung habe. Dann kümmere ich mich doch gleich mal um den Laden, oder? Und das, was ich übrig bleibe, was übrig bleibt, das kann eigentlich in den Laden rein. Dann würde ich erstmal sagen, ich werde niemals daran denken, meinen eigenen Laden zu haben. Erstmal in den Geheimraum. Also in den Raum der Wünsche. Ach, so. Siehst du, da haben wir die Penny befreit und die ist trotzdem unsere Angestellte geblieben. Das ist doch schon mal super. Freiluft-Dulierhandschuhe. Hallo, ich würde gerne... Aber sonst müsste ich doch alles haben, oder? So, dann würde ich nämlich sagen, Karte von Hogsmeade und dann verkaufen wir doch mal was, ne? Oh. Ach ja. Die gute Penny. Mal auf Abenteuertour? Immer. Das ist nicht... Geradeaus. Ja, hier. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Wie läuft's, Penny? So. Oh, Penny wird das für Sie zu einem guten Preis verkaufen. Das ist doch eigentlich nur ein Händler. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Verstehe. Die, okay. Wir können nur Geld kriegen, indem wir der Zeug verkaufen. Ich verstehe. Warte mal, einen Handschuh habe ich noch. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, Penny, aber schön, dich zu sehen. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Ich wünsche dir ein gutes Geschäft, Penny. Das macht sie schon. Die ist super. Ja, ich würde sagen, das schickt dann auch für heute. Oder für den Part. Hier, Leute, macht's gut. Was ein komischer... Ganz komisch. Naja, hier. Macht's gut, Leute. Tüdelü.